VB 105 ist die ALF-Abrechnungsregel für GEMA-Tantiemen, die über Editions- und Administrationsverträge verteilt werden. An dieser Regel werkeln wir gerade, aber warum eigentlich? Weil wir Probleme hatten, Hauptkontotantiemen korrekt nach KTO, das heißt nach Kontentrippel, zu verteilen. Sobald GEMA-Tantiemen auf BG4 Hauptkonto eingehen und das Werk identifiziert ist, prüft ALF, ob am Werk mindestens ein Editions- oder Administrationsvertrag hängt. Wenn dem so ist, greift die Abrechnungsregel VB 105 und unterscheidet zwei Fälle. Im ersten Fall ist nur die Edition beteiligt und erhält den vollen Verlagsanteil. Dann splittet der Editionsvertrag zum Beispiel mit einem Anteil von 50% die Gelder zwischen der Edition und dem Originalverlag auf. Im zweiten Fall sind beide, die Edition und der Originalverlag, am Werk beteiligt und die GEMA selber sorgt bereits für den Split bei den eingehenden Tantiemen. In den beiden EDV- und EKT-Verträgen steht dann jeweils 100% als Anteil. Dann muss VB 105 anders verfahren und die Gelder nach KTO, also nach Kontentrippel, verteilen, und da hakte es immer mal wieder. Klar hätten wir uns eine Regelerweiterung ausdenken können, die das ALF-Gehirn weiter verknotet, wir wollten aber etwas radikal anderes machen, nach dem Prinzip, du sagst in Zukunft, was ALF tun soll. So kam es zum neuen Steuerfeld Anwenden auf, in Verlagsverträgen. Da steht in deinen Verlagsverträgen noch nichts drin und daher ändert sich auch nichts in deinen Abrechnungen. Wenn du aber die KTO-Verteilung aktivieren willst, wählst du dort in deinem Editionsvertrag Anwenden auf eingehende Tantiemen. Das ist das Signal für ALF, die neue VB 105-Regel anzuwenden. Und dann wurden wir ehrgeizig. Wir wollten nicht nur die Pro-KTO-Verteilung in Ordnung bringen, sondern auch Refundierungsberechnungen generell klarer und flexibler machen. Doch dazu mehr in einem anderen Video, speziell für NDA-Partner.